Also eigentlich war alles perfekt. Wir waren gerade zusammengezogen, hatten eine richtig geile Wohnung, was ja heutzutage gar nicht so selbstverständlich ist. Wir waren gerade mit den letzten Renovierungsarbeiten fertig. Ich bin der Typ fürs Grobe, sie ist anders. Aber es ergänzt sich eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall waren wir gerade beim Essen. Ich mag frühstücken. Immerhin ist es die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich hatte alles schön vorbereitet. Müsli mit Chiasamen ist nicht jedermanns Sache. Aber sie hat mir mal erzählt, dass sie sowas mag. Und Avocados und so ein Zeug. Egal. Es war einfach perfekt. Georg, das sieht ja fantastisch aus. Oh Gott, das ist ja wahnsinnig nett von dir. Naja, ich habe ihr halt zugehört. Ich bin vielleicht nicht so der Typ, der besonders viel redet, aber ich höre gut zu. Und dann ist es passiert. Zum ersten Mal. Einfach so aus dem Nichts. Oh, Georg. Ich liebe dich. Ich war völlig perplex. Ich meine, sowas sagt man doch nicht einfach so, oder? Danke, das ist nett von dir. Idiot? Ich meine, was bin ich bitte für ein Idiot? Danke, wer sagt denn Danke bei sowas? Wie kann man nur so dumm sein? Ich musste schnellstens raus aus dieser Situation. Und dann habe ich ihn gesehen. Du, fang doch schon mal an. Ich muss weg. Puh, das war knapp. Du hast mir gar nicht erzählt, wie war es eigentlich bei deinen Eltern? Gut. Aber hast du auch mit deinem Vater gesprochen? Klar. Auch über uns? Ah, nee. Wieso denn nicht? Also ich meine, es ist doch wichtig, dass er das weiß, findest du nicht? Ja. Wir wohnen jetzt zusammen. Meinst du nicht, dass man da mal drüber reden sollte? Sag mal, wackelt dieser Tisch eigentlich? Ich muss... Ich will ja mit ihr reden. Aber ich bin eben nicht der Typ, der mal eben so easy peasy... Der Tisch war jedenfalls stabil jetzt. Da konnte man eine polnische Polka drauf tanzen oder eine deutsche. Ist auch egal. Aber das mit dem Reden, das... Ja. Die Tina ist halt so perfekt. Ich mag sie echt. So richtig. Und ich will auch, dass sie das weiß. Georg, wir müssen reden. Ich kann das nicht mehr. Ich kann ja nicht in dich hineinschauen. Du redest ja nicht mit mir. Ich meine, ich weiß doch überhaupt nicht, was in dir vorgeht. Wag es nicht, Georg. Ich meine es ernst. Aber ich muss... Wenn du nicht aufhörst, Dinge zu reparieren, dann geht unsere Beziehung kaputt. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich liebe dich, Georg. Aber... Wenn du dich nicht öffnen kannst, oder wenn du dich nicht öffnen willst, dann macht das ja alles keinen Sinn für mich. Sag doch mal. Ich will ja nicht, dass sie weint. Aber was soll ich denn sagen? Ich will es so sehr. Ich will, dass sie weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Warte. Was denn? Es gibt nichts. Es gibt nichts. Es gibt nichts zu reparieren. Man kann nicht reparieren, was perfekt ist. Georg. Ich weiß ja, dass ich nicht so gut darin bin, zu sagen, was ich fühle, aber ich höre dir immer ehrlich zu und ich bin auch immer für dich da. Ich halte dich fest, wenn du mich brauchst, ich lasse dich auch los, wenn du das willst. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, meine Seelenverwandte getroffen zu haben. Tina, ich liebe dich aus tiefstem Herzen. Nein, schweig! Geliebte, ich bin deiner Liebe nicht würdig. Ich schwöre, ab heute offenbart sich jede Regung meiner Seele. In 1000 Versen lege ich dir mein Herz zu Füßen. Jeden Tag aufs Neue. So soll mein Herz das deine treffen. Voll edler Tugend wage ich den Schritt zu dir in völliger Ergebenheit und frage dich, bist du bereit für mein reines Ich? Ich muss nur ganz kurz. Oh.
was machst du, wenn du gekündigt wurdest? Du suchst dir einen neuen Job. Und ihr kennt das. In der ersten Woche suchst du dir einen guten Job. In der zweiten Woche bist du dann realistisch. Und das hier ist die Geschichte von meiner dritten Woche. Herr Steiner. Ja. Freut mich sehr. Ja, ich mich auch. Tolles Büro. Ist schön hier. Ich mache das jetzt schon seit über 9 Jahren und es ist immer das Gleiche. In der ersten Woche erwartest du noch gute Bewerber. In der zweiten gibst du dich schon mit weniger zufrieden. Und das hier war die dritte. Ja, dann erzählen Sie mal. Warum haben Sie bei Ihrem Arbeitgeber gekündigt? Also, klar, ich habe da gut verdient. Sehr gut sogar. Aber meine Passion war es einfach nicht. Showtime. Ich habe gespürt, dass ich mich verändern muss. Und weiß ganz genau, dass ich an dem nächsten Kapitel angekommen bin. Das Kapitel Telesales. Und das kann meine Passion werden. Passion? Der sagt bestimmt auch gleich Drive und Mindset. Und was finden Sie am Televertrieb so reizvoll? Ich glaube, ich habe den richtigen Drive und auch das richtige Mindset dafür. In Ihrem Lebenslauf steht, dass Sie für 2 Jahre auf Weltreise waren. Das klingt toll. Ich habe viel gelernt von unterschiedlichen Kulturen. Oh Mann, ich hoffe, Sie hat jetzt dazu keine Fragen. Und welche Länder haben Sie besucht? Viele. Und die sind alle so unterschiedlich, ne? Was würden Sie sagen, sind Ihre Stärken? Also, ich bin hungrig auf Erfolg. Bin ein Teamplayer. Top 10 Bewerbungsgesprächantworten. Seite 1, 4. Eintrag. Und bescheiden. Ihre Schwächen? Ich arbeite zu viel, bin sehr gründlich. Irgendwie fühle ich mich schlecht dabei. Warum muss das alles so fake sein? Warum kann man nicht man selbst sein? Und zu gewissenhaft. Also Telefonico bietet Ihnen einen topmodernen Arbeitsplatz. Top 10 der Stellenbeschreibung unter, was wir bieten. Tolle Kollegen und jede Menge Aufstiegschancen. Bei jedem Gespräch erzähle ich denselben Quatsch, was ich eigentlich sagen wollte. Freut mich überhaupt nicht, Sie Lauch. Was ich eigentlich sagen wollte? Richtiges Drecksloch, Ihr Büro. Ja, das stimmt. Also warum zur Hölle haben Sie sich für diesen Scheißjob beworben? Lassen Sie mich raten. Gefeuert worden? Pornos und Sportwetten während der Arbeitszeit. Klassiker. Ich vermute, dass Sie keine Ahnung von Versicherungen haben. Das kann ich Ihnen versichern. Lernfreudig? Dumm wie Stroh, glauben Sie mir. Oh, das glaube ich Ihnen. Sonst wären Sie auch nicht hier gelandet. In Ihrem Lebenslauf steht, dass Sie für 2 Jahre auf Weltreise waren. Hartz IV und viel gekifft. Erbärmlich. Ihre Stärken? Level 100 Paladin bei WoW. Also unsere Arbeitsbedingungen sind unter aller Sau. Wir stellen Sie über eine Personalvermittlung an, damit wir Sie unter Tarif bezahlen können. Dafür werde ich mich so richtig schön krank schreiben, bis Sie mich feuern. Die Provision gibt's übrigens nur, wenn Sie genügend alte Leute übers Ohr hauen. Und auf der Weihnachtsfeier gibt's billigen Alkohol für euch Loser. Vor Ostern bin ich eh schon raus. Na schade. Nach dem dritten Caipirinha lasse ich nämlich jeden ran. Das habe ich gelesen, das steht im Aufzug an der Wand. Ja, ich habe es auch hingeschrieben. Schöne Anschrift. Oh, ich war betrunken. Weihnachtsfeiern halt, ne? Das war vor 10 Minuten. Oh. Möchten Sie das restliche Büro auch noch sehen? Nope. Aber die Toilette vielleicht. Weil da werde ich die meiste Zeit verbringen. X-Samstag und Typico, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, sehr schön. Also da wir sowieso jeden nehmen, der es geschafft hat, sich selbstständig eine Hose anzuziehen. Sie sind eingestellt. So eine Scheiße. Wollen wir dann zusammen auf die Toilette, um zu schauen, ob Sie selbstständig meine Hose ausziehen können? Sehr gerne. Bestes Bewerbungsgespräch ever. Ja, ich meine, das Leben kann schon ziemlich einsam sein, ne? Und wenn jeder Tag wieder andere ist, dann kriegst du halt mal Appetit auf ein bisschen Abwechslung. Hi, ich habe eine Bestellung für Wald. Ist der nicht süß? Alter, steht vor meiner Tür. Hi. Hallo. Bestellung für Walter. Cool.
Cool. Ja. Danke. Ganz schön viele Treppen, ne? Sorry. War nichts. Das Wetter auch. Ist schon echt kälter als letztes Jahr, ne? Bisschen, ja. Super Outfit. Jo, danke, ne? Wenigstens einer von uns hat sich Mühe gegeben, wa? Sorry. Kein Besuch erwartet. Okay, dann sag ich nächstes Mal Bescheid. Ja. Ich geh mal lieber, ne? Und sei vorsichtig bei den Treppen, ne? Und beim Wetter. Fuck. Fuck! Ich hatte keinen Besuch erwartet. Alter, ich habe das Scheißessen doch bestellt. Gott, ey. Naja, und sei vorsichtig bei den Treppen. Ich kling wie meine eigene Mutter. Eine Bestellung für Walter. Ja. Guten Abend. Also, guten Tag. Das ist Chopin. Hm? Die Musik. Ach so, nee, ich höre Techno. Techno-Musik. Nur Techno. Und das ist Spaghetti Carbonara, Antipasti, ein großer Salat und Pizza Fungi. Da war das zu Besuch, oder? Also nein, nein. Doch schon. Ja, dich. Ja. Aber ist niemand gestorben, oder? Was? Nein. Ach so, nein, nein, nein. Okay, sehr gut. Wenn das so weitergeht, sterbe ich vor Scham. Ich will dem so viel sagen und dann kommt das bei mir raus? Das ist doch... Was ist los mit mir? Walter, was ist los mit dir? Willst du vielleicht... Was denn? Fahr vorsichtig. Ja. Bestellung für Walter. Jo. Vielen Dank. Gern. Wie findest du mein Outfit? Andersrum. Ja. War das so offensichtlich? Dein T-Shirt ist falsch rum. Fuck. Musik ist cool. Warte mal, wie heißt du eigentlich? August. Und du? August. Du auch, oder was? Was? Nein, Walter. Ich bin nicht August. Ich heiße Walter. Du bist August. August muss gehen. Ja. Tschö. Und für den ist das vielleicht nur eine Lieferung, aber für mich ist das einfach das Highlight des Tages. Ich bin total verliebt. Was ich also eigentlich sagen wollte. Hi, ich habe hier eine Bestellung für Walter. Hi.
Ja, obwohl ich jetzt auf Diät bin, kriege ich jeden Tag meinen Nachtisch. Männerfreundschaften sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Gentleman Agreements, der Bro Code, Bruder vor Luder, gibt's alles nicht mehr. Ich habe sogar einen Kumpel, der hat neulich einem anderen Kumpel die Alte ausgespannt. Was für eine scheiß Aktion. Aber es gibt noch einen Ort auf der Welt, da herrschen klare Regeln. So viel Glück, dass man sich ganz alleine erleichtern kann, hat man leider nicht immer. Für den Fall, dass man auf einen Bruder trifft, gibt es klare Verhaltensweisen, die man schon als kleiner Junge lernt. Regel Nummer 1, man spricht nicht miteinander. Regel Nummer 2, man stellt sich niemals, absolut niemals direkt neben einen anderen Mann. Man lässt immer mindestens ein Becken Platz dazwischen. Regel Nummer 3, wenn es doch dazu kommt, dass nur das Becken neben einem anderen Mann frei ist, dann schaut man überall hin, außer zu seinem Pisspartner. Es gibt allerdings auch eine Ausnahme, für die gibt es keine Regeln. Die Wahrscheinlichkeit, in so eine Situation zu kommen, lag bei 1 zu 5000, aber manchmal hat man halt Pech. Da gibt es ein Pissoir und zwei Männer, die unheimlich dringend pissen müssen. Was macht man da? Nach dir. Nee, ist okay. Wirklich, Mann. Nee, mach du zuerst. Alter, mach schon. Nach dir, Alter. Nach dir. Du zuerst. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Oh. Mach schon. Nein. Mach du. Du. Nein. Du. Das war maximal blöd. Was ich eigentlich sagen wollte. Dieses Klo ist zu klein für uns zwei. Das ist mir scheißegal, mein Kleiner. Ich muss nämlich pissen. Ich auch. Pissen? Nein. Musst du nicht. Oh doch. Pissen. Na, das werden wir ja sehen. Warum können Männer nicht einfach zusammenhalten, so wie früher, als es noch Bruder vor Luder gab? Dieses ganze scheiß Männergehabe geht mir so auf den Piss. Apropos Piss, was ich eigentlich sagen wollte. Da stehen wir doch drüber. Ich wollte das eigentlich immer schon mal ausprobieren. Achso, warte mal. Soll ich? Ja, danke. Danke. Kein Problem. Scheiße. Soll ich? Ja, wäre nett. Okay, danke. Der ist aber ganz schön groß. Ja, was dachtest denn du? No offense, Alter, aber nur homo. Nicht schlecht, mein Freund. Da sind die Frauen bestimmt ganz schön beeindruckt. Hm? No. Stell dir mal vor, ich müsste jetzt niesen. Keine Sorge, Bruder. Ich hab alles fest im Griff. Könntest du noch abschütteln? Oh, ja klar. Aber nur zweimal. Ab dreimal ist Wichsen. Eins, zwei. Okay. Oh, kennt ihr das, wenn man so viel darüber redet? Irgendwie muss ich schon wieder. Dating kann echt anstrengend sein. Ich meine, ich bin jetzt seit 6 Jahren Single und das, weil ich immer nur mit komischen Typen auf Dates gehe. Aber das ist ab sofort anders. Ich profile jetzt. Alle 9 Minuten stalke ich einen Typen auf Tinder. Nein, aber im Ernst, man muss sich schon vorher ein bisschen erkundigen. Über Tinder bekommen wir den Facebook-Namen
Dort finden wir dann mindestens einen Verwandten, erkennt man natürlich am Nachnamen. Der wiederum führt zu alten Familienfesten, wo die Ex zu sehen ist. Dafür verwenden wir natürlich ein Fake-Profil, männlich, damit wir keine Spuren hinterlassen. Und mit dieser Methode habe ich den perfekten Typen gefunden. Er sieht gut aus, liebt Tiere, verbringt gerne Zeit mit seinen Großeltern und er ist seit 2008 privat versichert. Ihr könnt euch doch vorstellen, wie aufgeregt ich war. What the fuck? Ich glaube, die Akustik hier ist ganz schlecht. Ich hab gesagt, du bist ein echt viel hübscher als auf deinen Fotos. What the fuck? Danke. Elmo, magst du vielleicht einen Keks? Nee, danke. Ich hatte gerade Business-Lunch mit meinen Kollegen. Das ist seine echte Stimme. Und dann habe ich mich zwischen die Robben und die bewaffneten Wilderer gestellt, mich drohend vor ihn aufgebaut, ihn direkt in die Augen geguckt und mit klarer und fester Stimme gesagt, die Robben-Jagd-Saison endet heute! Alles okay bei dir? Ja, weißt du, ich habe manchmal so einen Frosch im Hals und dann muss ich mich räuspern. Hast du das auch manchmal? Nee, eigentlich nicht. Meine Stimme ist immer klar wie kalter Wintermorgen. Aber du hörst dich wirklich ein bisschen komisch an, wenn ich ehrlich bin. Ich höre mich komisch an? Du hörst dich an, als ob deine Mutter Sex mit deiner Hundepfeife hatte. Aber andererseits war der echt heiß. Was ich eigentlich sagen wollte... Und dann hab ich mich zwischen die Robben und die bewaffneten Wilderer gestellt, mich drohend vor ihnen aufgebaut. Alter, was ist mit deiner Stimme? Leute, bitte hört mal seine Stimme. Sag mal was. Wieso, was ist denn? Nein, das wäre natürlich zu viel gewesen. Und eigentlich ist er ja mega süß. Was ich eigentlich sagen wollte. Und dann habe ich mich zwischen die Robben und die bewaffneten Wilderer gestellt. Vielleicht sollten wir uns einfach nur anschauen. Aber... lecker Brezel. Was ich eigentlich sagen wollte. Oh mein Gott, hörst du den Song? Das ist mein Lieblingssong. Lass uns tanzen. Ich kann nicht tanzen. Wir sind tatsächlich zusammen und wir treffen uns auch regelmäßig. In lauten Clubs, in Kinos und in der Bücherei. Oh mein Gott, der hat mir eine Nachricht geschickt. Mist, Voice Message.